Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, jede Tat eine Saat. Stimmt nämlich. Ich möchte heute über dieses Thema reden. Genau genommen spreche ich über folgendes Thema. Es klingt besser. Weil so Taten haben Konsequenzen. Es klingt so nach, du hast auf der Gitarre falsch gespielt. Ne? Was er übrigens nicht hat. Ja? Der Jürgen heute richtig gut. Ich habe mir gedacht, Mann, wir kriegen hier so einen richtigen Country-Swing rein hier. Habt ihr das gemerkt? Na, ich spiele dir da ein Solo in Dur, da drüben pfatzt nochmal die Mundharmonika. Na, dieser Stratocaster hier, das ist ganz erstaunlich, weil aus meiner daheim kommt immer nur Blues raus. Ich weiß auch nicht, wie es das gibt, aber hier kommt Country raus. Und Gospel, Gospel und Country, passt ja zusammen. Außerdem sind die ja eher aus der Bamberger Gegend vom Land mehr, kann man ruhig sagen. Ne? Ja, die fahren, ihr müsst mal bedenken, die fahren eine Stunde, um in den Gottesdienst zu kommen. One way und dann eine Stunde wieder zurück. Ja, lass uns mal klatschen dafür. Mai, mai, mai. Okay, also Taten haben Konsequenzen, ist mein Thema offensichtlich. Sag mal nur mal jede Tat. Eine Sorte. Hast du schon gedacht, dass das kommt, ne? Stimmt auch. Aber meine Botschaft, die nennen wir heute Morgen trotzdem anders. Die nennen wir, willst du gute Tage sehen? Punkt, Punkt, Punkt. Weil die meisten sagen dann ja und dann hast du schon mal einen besseren Aufhänger, okay? Weil Paulus sagt ja, es sollen listig sein wie die Schlangen und harmlos wie die Tauben, richtig? Weil es listig wie eine Schlange. Okay. Stell dir vor, du bist in Babylon. Also vor 2500 Jahren ungefähr, nicht im heutigen Babylon, da ist nichts mehr. Und du bist gerade beim Gastmahl vom König Belsazar. Und Luther schreibt es so schön, in Daniel Kapitel 5 steht das alles. Da steht drinnen, und er hat seine 1000 Obersten eingeladen und er soff mit ihnen. Luther liebt die prägnante Formulierung, ihr merkt es. Und als er dann richtig übermütig wurde, weil es ihm einfach zu gut ging, hat er die goldenen und die silbernen Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem bringen lassen. Und hat dann aus denen Wein getrunken und hat dann geprostet und hat die Götter aus Holz und Stein gerühmt. Die Götter aus Holz und Stein, der wusste natürlich ganz genau, dass es die gar nicht gibt, wisst ihr? Eigentlich hat er sich selber zugeprostet. Schaut, ich widerstehe hier Gott ins Angesicht hinein. Ich lebe mein Leben, so wie es Frank Sinatra das später gesungen hat. I did it my way. Und dann ist es passiert schon. Also ich sage euch mal was. Es war nicht das erste Mal, dass der seine 1000 Obersten zusammengetrommelt hat, seine Frauen und Konkubinen und dann gesoffen hat. Wahrscheinlich war das eben halt aus Gewohnheit heraus. Und da ist dann an dem Tag eine Hand erschienen, zum ersten und zum einzigen Mal. Und die hat dann geheimnisvolle Schriftzeichen an die Wand gemalt. Damals hatten sie kein Kino im eigentlichen Sinn. Ja, die haben Theater natürlich gehabt, logisch. Kino ist ja nichts anderes als eine gesteigerte Form von einem Theater. Aber an der Wand, an der weiß getünchten Wand, vor der sie möglicherweise früher Theater gespielt haben, erscheint plötzlich eine Hand und ein Finger, der schreibt. Und wie ihr wisst, was er geschrieben hat. Mene tekel uparsin. In dem Moment erstarrt dieser Belsazar, ja, und verschüttet seinen Wein. Da heißt es, die Knie haben ihm geschlottert. Die Furcht Gottes ist plötzlich in ihn hineingefahren. Und alle anderen, die waren auch platt. Und dann hat er dringend die Wahrsagepriester rufen lassen. Die mussten das dann auslegen, was da die Hand geschrieben hat. Keiner konnte es, bis sie sich auf einen alten Mann besonnen haben. Einen Herrn namens Daniel. David, schon Geschichte gewesen damals. Daniel hat 500 Jahre später gelebt ungefähr. Dann kommt der Daniel, der offensichtlich nicht mitgesoffen hat, er war keiner von den obersten 1000. Der hat sich scheinbar schon mit den Richtigen umgeben, dieser Belsazar. Na, und der Belsazar fiel vor dem nieder schon fast mit seinen wackeligen Knien und hat gesagt, Daniel, wenn du das lesen kannst, dann mache ich dich zum dritten im Reich, häng dir eine goldene Kette rum, gib dir Geschenke. Und Daniel sagt, in Daniel 5, O König, deine Geschenke behalt oder gib einem anderen deine Ehren, lass jemand anderem zuteil werden. Na, aber ich sage dir, was da steht. Mene, mene, mene tekel uparsin.
Mene, mene, ich habe dich gewogen, sagt Gott. Tekel, ich habe dich für zu leicht befunden. Uparsin heißt auf Deutsch verpersert. Also ich gebe dein Reich den Persern. Und in anderen Worten, Gott hat ihn verworfen, den Belsazar, weil seine Taten nicht Gott gefallen haben. Sag mal mit mir nochmal, Taten haben Konsequenzen. Schau, wenn du heute König bist und lebst und in Gottes Angesicht hinein sündigst, ihn nicht brauchst, dann kann es gut sein, dass du, wie dieser Belsazar, die Konsequenzen deiner Taten erntest. In jener Nacht heißt es, starb Belsazar. Allerdings ist er nicht nur gestorben, sondern er hat vorher, bevor er gestorben ist, dankenswerterweise, noch den Daniel befördert, zum Dritten im Reich gemacht, ihm eine goldene Kette gegeben und ihm Geschenke gemacht. Ist doch nicht schlecht, oder? Du hast ja einen gottlosen König und das Letzte, was er auf dieser Welt macht, ist den guten, gottseligen Menschen ehren. Also prima, könnten wir schlimmere Sachen vorstellen. Na, prima. So, wir sehen also mal, derjenige, der mit Gott gegangen ist und nicht mit dem König hat feiern dürfen, beim König eigentlich in Ungnade gefallen war, Daniel jetzt, der ist befördert worden. Und derjenige, der Gott nicht gebraucht hat, dem es gut ging, versteht er, der Geld hatte ohne Ende, dem jeder Wunsch von den Lippen abgelesen worden ist, der hat nicht gewusst, dass es noch eine Autorität über ihn gibt und dass er sich eines Tages vor Gott rechtfertigen muss. Und er hat die Konsequenzen geerntet. Taten haben, wie gesagt, also durchaus Konsequenzen. Und jede Tat ist sehr wohl eine Saat. Gibt aber natürlich noch ein weiteres Beispiel. Ich werde euch jetzt nicht hier mit diesem schrecklichen Beispiel entlassen und sagen, da, merkt's euch, sauft nicht aus den heiligen Gegenständen aus dem Tempel. Amen, geht wieder heim. Das wird zu wenig. Na, fange erst an. Okay, schau, das geht nämlich ja anders. Ich habe auch Lukas Kapitel 22 gelesen. Es ist anders. Hier haben wir einen Königssohn, der allerdings kein König ist, zumindest damals nicht war. Ich rede von Jesus, der, wenn alles glatt gewesen wäre, glatt gelaufen wäre seinerzeit, durchaus der König von Israel gewesen wäre. Er stammt von den Königen ab. Er war der Erstgeborene. Aber war er nicht. Er war hier unten auf der Erde schlicht und einfach ein Wanderrabbi, weil das Gottes wollte. Und dann war er im Garten Gethsemane. Es ist eine Aprilnacht, Passa und Ostern fällt ja auf denselben Tag. Und eigentlich ist der Garten wunderschön, ja. Die Nacht liegt herrlich auf dem Garten drauf, die knarrigen alten Olivenbäume stehen da. Nur Jesus hat für die Schönheit, die ihn im Natürlichen umgibt, keine Augen, sondern er betet. Und er betet so hingegeben, dass sein Blut, dass sein Schweiß wie Blut wird. Es gibt tatsächlich diesen medizinischen Zustand, ich habe das mal nachgeschaut, der hat sogar einen Fachausdruck, den habe ich jetzt vergessen. Aber es gibt, dass sich die Schichten deiner Haut lösen und vor lauter Stress und so jemand tatsächlich Blut schwitzen kann. Ist also nicht nur Jesus passiert, sondern das kennt man, das gibt es tatsächlich. Da kannst du mal bei Wikipedia nachschauen und dann siehst du das auch. Da habe ich es nämlich herausgefunden, soweit ich mich recht erinnere, oder aus der Encyclopedia Britannica, wo auch immer her. Auf jeden Fall stimmt das. Jesus betet also, weil er nämlich weiß, Gottes Wille für ihn ist das Kreuz. Gottes Wille für ihn ist, dass er den Fluch der Menschheit auf sich nimmt und dass er dann 3 Tage und 3 Nächte an den Ort des Gerichts geht. Er weiß, es ist Gottes Wille für ihn. Und ich sage dir mal, vor ein paar Tagen habe ich holzigen Gartenabfall in so einem Feuerkorb verbrannt. Und wenn du dann da stehst, ja, und deine Hände wärmst an dem Dingens und dir dann denkst, 3 Tage und 3 Nächte in der Glut, nicht lustig. Ich kann also gut nachvollziehen, ja, warum Jesus Blut geschwitzt hat seinerzeit. Aber er hat Blut geschwitzt und hat dabei gebetet. Er hat gesagt, Vater, ich will da nicht hin, aber dein Wille geschehe und nicht der meine. Seht ihr da was? Es ist eine völlig andere Herzenshaltung, die sich hier in Ausdruck bahnt. Belsazar ist Gott mit dem Hinterteil ins Gesicht gesprungen und hat die Konsequenzen geerntet. Und Jesus schwitzt Blut, weil er so eine schwierige Aufgabe bekommen hat. So schwierig sind deine Aufgaben nie. Never. Er hat die schwierigste von allen Zeiten gehabt und das hat ihm auch geziemt, weil er der Größte ist von allen. Okay. Er hat ein Ja gesagt zu dieser Aufgabe und hat dabei Blut geschwitzt. Vielleicht sollte ich hier mal was anmerken kurz. Das ist ganz interessant, diese Studie. Das Blut Jesu ist genau 5-mal geflossen. Wisst ihr das? Das erste Mal im Garten Gethsemane.
Dort hat er Blut geschwitzt und war Gott gehorsam. In einem anderen Garten namens Eden hat jemand anders, nämlich Adam, nicht Blut geschwitzt und hat seinen eigenen Willen getan. Ja, da kommen wieder diese geheimnisvollen Symbolismen aus der Bibel rein. So, wir haben also Jesus, der Blut schwitzt und betet. Dein Wille geschehe, nicht meiner. Also er ist der zweite Adam, er ist der bessere Adam. Er ist der Adam, der Gott gehorcht. Im 1. Korinther irgendwo heißt es, Kapitel 15 oder so, Jesus ist der letzte Adam. In ihm ist eine neue Art geschaffen worden, geistlicher Menschen. Wir sind die von Neuem Geborenen, die Kinder Gottes. Wir sind durch die Tür namens Jesus hineingegangen in Gottes Reich. Da sind wir jetzt. Und es wird erst im Laufe der Zeit offenbar werden, was so alles in uns drinnen steckt. Preis dem Herrn. Das zweite Mal ist sein Blut geflossen, als man ihm eine Dornenkrone aufgesetzt hat. Disteln und Dornen, erinnert ihr euch? Gott hat einen Fluch ausgesprochen im 1. Mose Kapitel 3 über die Welt, dass er Disteln und Dornen tragen wird. Und jetzt trägt Jesus diese Disteln und Dornen. Jesus bedeutet nichts anderes, als dass Jesus den Fluch, der auf der Erde liegt, auf der ganzen Schöpfung liegt, ja, dass der den auch getragen hat. Sein Blut floss, auch in der Situation. Das nächste war, dass sein Blut floss, war, als er für die Riemen ausgestreckt wurde und gegeißelt wurde. Ne? Da heißt es dann im 1. Petrus Kapitel 2, 24, durch dessen Striemen wir geheilt worden sind. Seine Striemen symbolisieren unsere Krankheiten. Er hat sie für uns getragen. Er hat sie bildlich für uns getragen. Das war das dritte Mal, dass sein Blut floss. Das vierte Mal, als er am Kreuz hing und der Soldat in sein Herz durchbohrt hat und Blut und Wasser rauskam. Erinnert euch? Das spricht natürlich von der großen Erlösung von der Sünde. Das steinerne Herz hat Jesus operiert und jetzt kriegen wir ein fleischernes Herz eingepflanzt, wenn wir an ihn glauben. Jetzt kommen wir zurück in unseren eigentlichen, ursprünglichen menschlichen Zustand. Das vierte Mal, dass Jesus geblutet hat. Das fünfte Mal ist das Wichtigste. Hebräer Kapitel 9, Vers 15, 20, um den Dreh, müsst ihr jetzt nachschauen. Da ist Jesus im Tempel Gottes, ich habe neulich schon mal drüber geredet, und ist in den Tempel Gottes reingegangen mit seinem Blut und ist vor den Altar Gottes dort gegangen, vor die Bundeslade dort, auf der ja deren Deckel wie ein Bassin ist. Ja, und dort hat er sein Blut hineinlaufen lassen. Vielleicht raus durch die Löcher in den Händen, wer weiß. Ja, Gott, Jesus kann das. Und als er das getan hat, war das Erlösungswerk installiert und von da an konnten Menschen gerettet werden. Fünfmal ist das Blut Jesu geflossen. Gut, ich habe mir gedacht, eine Exkursion, falls dich das interessiert, falls du ein Bibelstudent bist, ja, ist das vielleicht ganz interessant für dich. Okay, also Jesus hat im Garten Blut geschwitzt und er hat gebetet, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschah. Und jetzt pass auf. 3 Tage und 3 Nächte später war alles Leiden vorbei. Alles war vorbei. Er ist auferstanden, er ist in den Himmel gegangen und wisst ihr, wo er sich gesetzt hat? Zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit. Und Gott, der Vater, hat dem Sohn alle Macht und alle Kraft und alle Herrlichkeit für alle Zeiten übergeben. So, sag mal mit mir, Gehorsam zahlt sich aus. Oder sehen wir es anders? Taten haben Konsequenzen. Und es liegt an dir, was für Taten, was für Konsequenzen du erntest. Ich möchte das natürlich alles noch ein bisschen praktischer machen, aber ich will mich nicht beeilen, sondern so nach und nach durchmeandern durch meine Botschaft hier, wie mir das gefällt. Im Galaterbrief Kapitel 6, da könnt ihr, wenn ihr wollt, mal aufschlagen. Also wir kennen den Vers, behaupte ich jetzt mal. Da heißt es in Vers, wir lesen normalerweise Vers 6, da heißt es, wer im Wort unterwiesen wird, gebe dem Unterweisenden an allen Gütern Anteil. In anderen Worten, ihm soll es auch nicht schlechter gehen als dir. Okay, manche raufen sich die Haare, wenn der Pastor nach 7 Jahren sich ein neues Auto kauft. Pech, ja, damit musst du einfach leben. Und okay, dass du in der Zwischenzeit das fünfte gekauft hast oder das oder 3 oder so. Ja, da raufe ich mir auch nicht die Haare. Weißt du, was ich mir da denke? Ich denke mir dann, oh, preis dem Herrn, super. Jemand ist von Gott gesegnet worden. Ne, weil, schau, dein Gott ist auch mein Gott und mein Gott ist dein Gott. Und er segnet diejenigen, die gute Taten tun. Amen. Okay, Galater Kapitel 6, Vers 6 war das und jetzt Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, wird er auch ernten. Wir erinnern uns an Belsazar, der keinen Tempel Gott gebaut hat in Jerusalem wieder, wie Cyrus, der Kyros, das gemacht hat später.
Ihr wisst schon, der hat dann Nehemia und Esra und so weiter zurückgeschickt, sondern der hat sich daraus bedient, der hat die geschändet mit Alkohol, diese heiligen Gegenstände. Wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wenn du mal wissen willst, wie man aufs Fleisch sät, lies Daniel Kapitel 5, schau dir den Belsazar an, da steht es genau drin. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Wenn du dir denkst, Mensch, wie geht das? Schaust du dir Jesus in Gethsemane an, der gebetet hat, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und der wohlgemerkt dabei Blut geschwitzt hat. In anderen Worten, es kann gut sein manchmal, dass das Richtige zu tun nicht unbedingt das Leichteste ist. Wisst ihr, wir Menschen, wir lieben den Weg des geringsten Widerstands. Wir wählen einen Weg und hinterher erfinden wir dann Gründe dafür. Weißt du das? Du willst irgendwas tun und hinterher erfindest du dann einen Grund dafür. Einen moralisch hochstehenden Grund natürlich. Warum Gott dir das erlaubt, zum Beispiel, mit einer Freundin rumzumachen oder umgekehrt mit einem Freund. Für alle anderen gilt, die sollen gefälligst heiraten, aber bei dir macht Gott eine Ausnahme, weil einfach du so besonders bist. Okay, ich mache schon weiter hier. Wo war ich? Okay, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Ich lese mal hier weiter noch. Lasst uns aber eben Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Schau, Gutes tun ist Gottes Willen tun. Gutes tun ist Blut schwitzen und Gottes Willen tun. Also ich habe mir gedacht, ich bringe die harten Sachen zuerst. Dann sagst du, ja, aber dann ziehe ich ja immer in Kürzern. Dann stehe ich ja da und bin der Depp. Ja, genauso wie Jesus. Der sitzt jetzt zur Rechten Gottes und ich sagte mal, seit 2000 nur noch ein paar Jahren ungefähr, hat Jesus keinen Schmerz mehr gelitten. Seitdem fühlt er sich gut. Seitdem dudelt das Lobpreisradio ständig. Seitdem hört Jesus ständig, dass er der Größte ist und der Beste ist und dass sich das gelohnt hat. Mit jedem Menschen, der von neuem geboren wird, aufgrund seines Leidens, freut sich Jesus wieder. Es ist eine ewige, sein Gehorsam ist eine ewige Quelle von Freude gewesen. Aber er musste da durch dieses tiefe Tal. Ich lese mal weiter. Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden. Das bedeutet nichts anderes, als dass du immer wieder mal im Gutes tun müde werden kannst. Was sonst wird es nicht hier stehen, wisst ihr? Und super, dass ihr immer Gutes tut, weil das ist ja sowieso so einfach und das macht man von Natur aus. Nein, von Natur aus bist du wie Wasser, das sich seinen Weg sucht und hinterher Gründe erfindet für sein Verhalten. Ja, du, ich muss einfach da. Eigentlich hab ich ja meinen Chef gar nicht hier den Tausender aus dem Schub geklaut. Da habe ich mir nur ausgeliehen. Nur, dass halt jetzt die Polizei das rausgefunden hat, bevor ich es wieder zurückgezahlt habe. Und außerdem wolltest du das ja nur für den Chef tun. Du hast es nämlich angelegt in irgendeinem Aktienfonds oder was weiß ich, oder in einer Geschäftsidee. Ja, du hast taiwanesische Firmenbeteiligungen gekauft. Und sobald du, wie gesagt, da deine 10.000, die man dir verheißen hat, verdient hast, hättest du dem Chef das Geld wieder zurückgegeben. Du hättest es wieder genommen und heimlich wieder in die Schublade getan. Blöd, dass das Geschäft nicht funktioniert hat. Wisst ihr, der Mensch, der kommt mit allem möglichen Zeug. Okay, deswegen lesen wir hier. Lasst uns im Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten. Weißt du, wann du ernten wirst? Wenn die Ernte reif ist. Nicht vorher und nicht später. Wenn du nichts säst an guten Werken, dann wirst du auch nichts ernten an guten Werken. Dann bist du vielleicht ein bitterer, einsamer alter Mann irgendwann. Na, der Herr möchte, dass ich dir das heute Morgen in aller Klarheit mitteile, damit du kein bitterer alter Mann oder alte Frau, gibt es ja auch, bittere alte Frau wirst. Sondern dass es dir gut geht. Wer will gute Tage sehen, winkt mal nochmal. Jo, doch. Moment, bin im richtigen Publikum hier. Denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht erwarten. Lasst uns nun also, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Wie wir Gelegenheit haben. Weißt du was? Du musst nach Gelegenheiten gar nicht suchen, sondern die Gelegenheiten kommen zu dir. Sag mal mit mir, Gutes tun ist easy. Ist leicht, heißt es auf Deutsch natürlich. Gutes tun ist leicht, weil die Gelegenheiten sich dir anbieten. Du musst sie nicht jagen, die kommen zu dir. Ist doch prima. Das kommt doch unserer Bequemlichkeit wieder entgegen, oder? Mann, ey, super. Gute Gelegenheit für eine gute Tat. Ich warte.
Im Epheserbrief Kapitel 2, da schlagen wir jetzt nicht auf, da heißt es in Vers 10, wir sind geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Mann, er macht es uns eigentlich ziemlich leicht. Naja, was heißt leicht? Wenn wir Jesus in Gethsemane anschauen, dann ist es ja auch nicht unbedingt leicht. Aber schaut, von Jesus heißt es im Hebräerbrief Kapitel 12 hinten, da heißt es in den ersten Versen, schaut Jesus an, also das sollen wir machen, schaut Jesus an, der um der Belohnung willen, um des Thrones willen, das Kreuz nicht achtete. In anderen Worten, der hat nicht ständig das Problem angeschaut, die Schwierigkeit der Aufgabe, den Schmerz und das Leid, das er jetzt gleich trägt, sondern der hat darüber hinaus geblickt auf den Lohn. Ich sage euch, der Mensch wird motiviert durch Lohn. Deine Frau wird freundlich, wenn sie weiß, du belohnst sie dafür. Weißt du was? Es funktioniert auch umgekehrt. Wenn dein Mann weiß, dass eine Hand die andere wäscht, wenn du ihm gegenüber freundlich bist, ich meine so freundlich, dass es bei ihm ankommt, versteht er? Manchmal denken wir nur, wir sind freundlich und andere, der merkt das gar nicht. Der denkt, es ist selbstverständlich. Ich gebe dir mal einen guten Tipp. Nimm solche Sachen nicht als selbstverständlich hin. Wenn jemand gut zu dir ist, dann sei du gut zurück. Wenn jemand nicht gut zu dir ist, dann überlegst du dir, welche Konsequenzen deine Taten haben. Ich sage euch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bereue eine ganze Handvoll meiner Taten. Viele, viele, viele eigentlich. Ja, hinterher ist man immer schlauer. Aber es ist blöd, dass das Leben keine Generalprobe hat, sondern dass du gleich im Stück spielst. Ich sage euch, deswegen brauchen wir die Möglichkeit zum Neustart immer wieder mal und zur Vergebung. Allerdings muss die Vergebung, muss die Reue natürlich dann ernst sein, du musst dich wirklich ändern wollen. Schau, diese künstliche Buße, dieses Quatsch, auf die geht Gott nicht ein. Ein Freund von mir, der jetzt schon lange nicht mehr mein Freund ist, ich habe ihn schon seit 30 Jahren einmal gesehen, ich habe mich bekehrt seinerzeit und einer von meinen alten Freunden, der hat dann gemeint, ja Gott ist ja prima. Zum Glück ist Gott ein liebender Gott, der vergibt, weil ich lebe jetzt mein Leben, lass es krachen und ordentlich die Sau raus. Wenn ich dann merke, jetzt geht es dem Ende zu, dann falte ich die Hände und sage, ich bereue alles, nehme ich auf. Wem magst du denn was vor? Sag mal, wem magst du denn was vor? So geht es nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn du ein Leben verstehst, Gott den Daumen ins Auge drücken lebst und so, dann fürchte ich, wird er auf dich nicht eingehen zum Schluss. Du sagst, ehrlich, ja, Gott ist wirklich so. Schau mal die Geschichte von Esau zum Beispiel an. Oder frag mal Saul, wie es denen ging. Wenn Gott mal die Schnauze voll hat, kann es gut sein, dass du dann dich vergeblich bemühst. Deswegen lass es gar nicht erst so weit kommen. Diese Dinge, sagt Paulus im 1. Korinther Kapitel 10, sind für uns geschrieben, dass wir uns daran ein Beispiel nehmen. Okay, gut. In Hosea Kapitel 8, Vers 7 steht ein super Vers. Mit dem habe ich Bekanntschaft geschlossen, als ich ungefähr 10 oder 12 war und Tarzan gelesen habe. Edgar Rice Bruce, kennt ihr den? Tarzan? Es gibt übrigens eine Stadt, ja, die heißt Tarzana in Kalifornien. Die ist um die Farm des Schriftstellers herum oder das Haus des Schriftstellers herum entstanden. Weiß heute kaum einer mehr, dass Tarzan hier mal gewohnt hat, beziehungsweise sein Erfinder. Aber trotzdem. Und da gab es einen verrückten Koch auf dem Schiff, der immer eine Schriftstelle gesagt hat. Hosea 8, Vers 7. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das haben wir gemerkt, wisst ihr? Weil das so archaisch klang, so wuchtig, so wumm. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wenn du mich also damals nach einer Bibelstelle gefragt hättest, Hosea Kapitel 8, Vers 7 hätte ich dir zitieren können. Sonst nicht so viel, aber Hosea 8, 7. Na, Dank sei Tarzan. Auf was sagt uns diese Schriftstelle? Meine Güte, ich sage euch, was uns diese Schriftstelle sagt. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Das bedeutet nichts anderes als, die Reaktion auf deine Tat fällt für gewöhnlich heftiger aus als deine Aktion. Die Reaktion ist heftiger als die Aktion. Es ist menschlich, so, damit musst du rechnen. Dass wenn du ein wenig fies bist zum einen, dann ist der noch ein wenig fieser zu dir, damit du es auch merkst. Dann bist du wieder noch ein wenig fieser zu ihm und zum Schluss haben wir dieses Leben, das eigentlich keinem gefällt. 20 Jahre lang Durchhalte-Ehe,
die können sich nicht riechen, aber naja, jetzt sind sie halt verheiratet. Und als gute Christen kann man da ja nichts mehr machen. Na doch, kann man schon. Man kann gute Taten sehen. Auf Hoffnung hin sehen, heißt es im Wort. Auf Hoffnung hin bedeutet, du weißt nicht, wie der andere reagiert, aber du kannst dir mal loslegen. Schau, das Normale ist es, dass wenn es uns gut geht oder wenn wir anderen irgendwie was Gutes tun, dass das irgendwie zu uns zurückkommt von der Person. Durchaus drin, ist durchaus möglich.